Wie wir von meinen freiheitlichen Kollegen und Vorrednern ja bereits gehört haben, liegt in dieser schwarz-grünen Bundesregierung einiges im Argen. Egal, wo man hinschaut, egal welches Ressort, das man angreift. An der Spitze dieser Regierung stehen momentan Sie, Herr Schallenberg. Und als Bundeskanzler tragen eben Sie die Verantwortung für alle Ressorts, die Hauptverantwortung. Und wenn ich dann von der ÖVP, respektive, sie ist gerade nicht am Platz, von der Kollegin Eda Gitzstaller höre, dass sie Respekt einfordert, muss ich schon dazu anmerken, dass der Fisch am Kopf zum Stinken anfängt. Und wenn der neu bestellte Bundeskanzler in seiner ersten Sitzung im Nationalrat hergeht und die Sicherstellungsanordnung, ein richterlicher Erlass, am Boden wirft, bedeutet das nicht gerade Respekt, nicht gerade Respekt der Justiz gegenüber und auch nicht Respekt dem Hohen Haus gegenüber. Und weil ich auch ebenfalls von der ÖVP gehört habe, von der Kollegin Eder, dass sie eben diese 100 Tage Schonfrist einfordert für Sie, Herr Bundeskanzler, diese können wir freiheitlich Ihnen nicht gewähren. Sie sind der am längsten dienendste Regierungsmitgliederinnen, weil ja bei Ihnen schon die Bierleinzeit dazu gerechnet wird. Das heißt also, wir haben mit Ihnen keinen Newcomer bekommen und wir werden Ihnen sicherlich diese 100 Tage Schonfrist nicht geben, weil Sie waren schließlich und letztendlich die letzten 20 Monate mit dabei, diese ganzen unsinnigen Maßnahmen mit umzusetzen. Es gilt ja das Einstimmigkeitsprinzip in der Regierung. Wir haben nun also einen neuen Bundeskanzler, der bei jeder Gelegenheit in seinen Antrittsreden betont, dass er ganz eng und selbstverständlich mit seinem Vorgänger Sebastian Kurz zusammenarbeiten wird. Das haben wir auch heute schon gehört, dass Sie vom ehemaligen Kanzler gefragt wurden, ob Sie der Nachfolger werden möchten. Das ist mir eine ganz neue Bestellungsmethode, dass der Vorgängerkanzler den Nächsten fragt, ob er den Kanzler werden möchte. Also eigenartige Bestellungsmethode, aber soll so sein. Was ich aber nicht verstehe, was ich in diesem Zusammenhang wirklich nicht verstehe, da wurde das Ansehen Österreichs durch den ehemaligen ÖVP-Kanzler Kurz und seiner ganzen La Familia in der ganzen Welt angepatzt und unsere Heimat wurde der Lächerlichkeit preisgegeben. Und was machen Sie, Herr Kanzler? Statt dass Sie sich bei den Bürgern, bei den Österreichern entschuldigen, nehmen Sie, so schaut es zumindest aus, ein korruptes System auch noch in Schutz. Ja, das ist ja unglaublich, was da abgeht. Mit Ihrem blinden Gehorsam und Ihrer Nibelungentreue zu Ihrem Amtsvorgänger können Sie sich nicht so einfach aus der Affäre stehlen, sondern tragen voll und ganz die Verantwortung dazu. Ich möchte Ihnen heute auch ein paar Eckdaten aus dem Sozial-, Arbeits- und Kinder-Jugendbereich vor Augen führen. Aber zuerst darf ich Ihnen noch ein paar Zahlen gegenüberstellen. Ein paar Zahlen. Wir haben den 31. Oktober 2020. Da haben wir in Österreich ca. 8,9 Millionen Ungeimpfte gehabt. 5.000 Infizierte täglich und ca. 210 Intensivpatienten in den Spitälern. 31. Oktober 2021 haben wir ca. 3,2 Millionen Ungeimpfte, 6.000 Infizierte täglich und ca. 280 Intensivpatienten in den Spitälern. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes, was hat sich in diesem einem Jahr in unserem Land geändert? Ja, nichts hat sich geändert. Ja, laut der roten Vorsitzenden sterben ja nur mehr die Toten. Es sterben nur mehr die Toten, laut Randy Wagner. Aber gut, es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Zahlen sind wesentlich schlechter geworden. Und das trotz eures Allheilmittels der Impfung. Und das, obwohl mittlerweile 63% der Menschen geimpft sind und angeblich geschützt und verbessert sind. Aber das nur zum Thema, für jeden Geimpften ist die Pandemie zu Ende. Das zum Thema, die Impfung ist der Gamechanger. Sie haben die Menschen mit ihren Schmähs schlicht und ergreifend hinters Licht geführt. Alles, was diese schwarz-grüne Regierung aber zusammengebracht hat, ist es, das Land zu spalten und die Menschen in Österreich also ihrer Grund- und Freiheitsrechte zu berauben.
Aber die Situation ist ja noch weitaus schlimmer. Es sind mir am Albe noch hohe Arbeitslosenzahlen. Die Auswirkungen der Kurzarbeit wirkt sich immer noch schmerzlich in den Geldbörseln von den Familien aus. Wir haben innerhalb von einem Jahr massive Teuerungen bei Heizung, Wohnung, Treibstoff und Lebensmittel gehabt. Viele Menschen wurden an die Armutsgrenze getrieben und wissen nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen oder das tägliche Leben bestreiten können. Und jetzt frage ich Sie noch etwas, sehr geehrte Herren. Schämt man sich da nicht, wenn man so eine eiskalte, herzlose und asoziale Politik betreibt? Können Sie sich tatsächlich noch in den Spiegel schauen? Geht das noch? Aber vom Volk wird vieles verlangt, dem Volk wird alles abverlangt. Und besonders bei Kindern und Jugendlichen, die vergisst man ja ab und zu ganz gerne in dem Land. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die Pandemie heute viel abverlangt worden. Sie mussten auf vieles verzichten. Die Kontaktverbote, wochenlanges Eingesperrtsein zu Hause, oft mit schwierigsten familiären Umfeld. Homeschooling. Und das hat ihm alles Spuren hinterlassen. Da gratuliere ich ganz herzlich. Zynismus off. Sie haben es mit Ihrer verantwortungslosen Politik tatsächlich geschafft, dass ein Viertel der Kinder bereits Belastungssymptome im klinischen Bereich zeigen. Darunter zahlreiche suizidgefährdete Kinder. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind übergegangen und dort hat es Triagen gegeben. Dort war es. Und wenn ich in diesem Zusammenhang das Wort Triage höre oder Intensivstation, dann geht mir der Gimpf die auf. Weil da kommt mir nämlich euer ÖVP-Bürgermeister aus Mödling in den Sinn, der doch tatsächlich gesagt hat, Ungeimpfte aussehen aus der Intensiv. Ja, sag mal, geht's noch? Der Herr Hintner hat mit diesem Satz nicht nur den Vogel abgeschossen, sondern also, wie man im Volksmund gut sagt, der hat einen Vogel. Diese Aussage ist widerlich, menschenverachtend und letztklassig. Aber nicht genug, dass Kinder mit Test- und Maskenzwang drangsaliert werden. Möchte doch diese schwarz-grüne Regierung tatsächlich Kinder jetzt auch noch als Versuchskaninchen verwenden mit ihren Impfungen, dass die Kinder für die Corona-Impfungen herhalten müssen. Und Sie werden sehen, welche verheerenden Langzeitfolgen es für die Corona-Generation geben wird. Und darum sagen wir Freiheitliche ganz laut, Finger weg von unseren Kindern. Wir Freiheitliche haben unzählige Anträge und Vorschläge eingebracht, um den Österreichern das Leben zu erleichtern, damit wir alle ohne Zwang und Tyrannei aus der Krise herauskommen, um den Menschen in dieser verkorksten Zeit zu unterstützen. Aber da hat man wieder mal gesehen, wie ernst es dieser schwarz-grünen Regierung denn tatsächlich mit dem Volk ist. Es wurden nämlich alle sinnvollen Anträge der Freiheitlichen vom Tisch gefegt. Und wenn ich mir die Zahlen und die Statistik anschaue, allein in den letzten paar Sozialausschüssen im Nationalrat wurden von uns Freiheitlichen 166 Anträge eingebracht, aber nur im Bereich Gesundheit, Soziales, Konsumentenschutz. Bis auf 4 Anträge wurden alle entweder abgelehnt oder bis zum Sankt-Nimmerlandstag vertagt aufgeschoben. 162 Anträge wurden einfach abgewürgt und versenkt. Die hätten aber den Menschen helfen können. Stattdessen tyrannisiert diese schwarz-grüne Regierung lieber die Menschen in diesem Land. Die Krone aufgesetzt wurde oder wird mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das ist eine sinnlose Schikane für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und völlig evidenzbefreit. Das einzige Ziel dahinter ist anscheinend, also den Impfdruck noch weiter zu erhöhen und dann vielleicht noch allerlang die Impfpflicht einzuführen. Sowas nennt man Nötigung, meine Herren. Das ist psychische Gewalt. Und gleichzeitig sollen aber die Gratistests im März 2022 auslaufen, das Gratisangebot. Ja, wie soll denn das dann funktionieren? Müssen dann wir Arbeitnehmer bezahlen, also damit wir vielleicht in der Früh in die Arbeit gehen dürfen? Das ist ja ein Irrsinn, was ihr da aufführt. Ein reiner Wahnsinn. Und ich weise ganz eindringlich darauf hin, dass solche Maßnahmen Arbeitsplätze gefährden. Das ist ein Anschlag auf unsere Grund- und Freiheitsrechte. Es ist ein Anschlag auf die persönliche Integrität und das ist ein weiterer Anschlag auf die Erwerbsfreiheit. Aber eine Kritik kann ich mir nicht verwehren. Wo bleibt der Aufschrei der roten Gewerkschafter? Wo bleibt die vielgepriesene Solidarität von den roten Gewerkschaften für die unterdrückten Arbeitnehmer?
Wo bleibt da die Unterstützung für euch, gegen die öffentliche Stigmatisierung von ungeimpften Arbeitnehmern aufzustehen? Wo bleibt es? Himmel, Herrgott, noch einmal. Hört's bitte mal endlich mit dem Murks auf. Beendet den ganzen Spuk. Lasst die Menschen wieder so leben, wie wir es gewohnt waren. Wir wollen in keiner Corona-Diktatur leben. Wir wollen Freiheit, wir wollen in Frieden leben und vor allem selbstbestimmt wollen wir leben. Und ich darf es mit den Worten von Jean-Jacques Rousseau beenden oder so ausdrücken: Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.